Sehr geehrter Herr Professor Dr. Hirte, sehr geehrte Ausschussmitglieder, ich bin heute hier als Vertreter des Chaos Computer Clubs, einer Vereinigung von Hackerinnen, die seit bald 40 Jahren in Deutschland ihr Unwesen treibt, wie das gerne formuliert wird. Ein stetig wachsender Teil des Alltags findet inzwischen digital statt, besonders in Zeiten wie den jetzigen, wo Menschen angehalten sind, physische Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Für uns alle ist es inzwischen selbstverständlich, dass wir online einkaufen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und daher betrachten wir den hier eingebrachten Gesetzesvorschlag als einen längst überfälligen und wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Immer alltäglicher wird jedoch, dass ein signifikanter Funktionsumfang von Gütern erst durch einen digitalen Dienst ermöglicht wird. Solche Geräte werden häufig unter der Bezeichnung Internet of Things oder auch IoT zusammengefasst. Diese IoT-Geräte können meist nur genutzt werden, wenn eine Anbindung an zentralisierte Systeme besteht, die sogenannte Cloud. Und dies führt zwangsläufig dazu, dass Verbraucherinnen meist unwissentlich Produkte erwerben, die schon zum Zeitpunkt des Kaufs ein implizites Ablaufdatum haben. Dies wird maßgeblich von den herstellenden Unternehmen bestimmt und längst nicht mehr nur durch die Abnutzung. Möglich wird dies durch die Entscheidung über den Zeitraum, wie lange die benötigten zentralisierten Dienste oder Updates bereitgestellt werden. In der Konsequenz werden die Geräte danach meist zu nicht viel mehr als einem vielleicht sehr teuren Briefbeschwerer. Es ist daher im Sinne der Verbraucherinnen, wenn bereits beim Kauf ersichtlich ist, wie lange die Unterstützung für das Produkt garantiert wird, wie bereits die Vorredner auch schon vorgetragen haben. Letztlich sollte am Ende der Produktlebenszeit die für den Betrieb nötigen Komponenten unter eine freie und offene Lizenz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Das würde auch den Vorteil mit sich bringen, dass der Markt für neue Geschäftsmodelle geöffnet wird, wie zum Beispiel die Pflege alter Gerätesoftware. Ferner würde dies vermeidbaren Elektroschrott vorbeugen, da meist Geräte weggeschmissen werden, die technisch ohne Mängel sind. Und dies nur, weil Software nicht mehr aktualisiert werden kann und in den meisten Fällen keine Alternative existiert. Dies belastet natürlich unnötigerweise sowohl die Verbraucherinnen als auch unsere Umwelt. Zusammengefasst fordern wir mehr Transparenz über die Lebensdauer von Produkten mit digitalen Komponenten und eine Chance für die Nutzerinnen, diese in Eigenarbeit verlängern zu können. Im Übrigen sind wir der Überzeugung, dass Verbraucherinnen auch im Internet das Recht zustehen sollte, beispielsweise per Vorkasse datensparsam zu bezahlen. Vielen Dank. Sie fordern ja in Paragraph 327 Absatz 1 des BGEE, dass die Vorgaben, wie Verbraucher über Änderungen des digitalen Produktes informiert werden sollen, näher konkretisiert werden sollten. Sie weisen auch darauf hin, dass das Recht der DienstanbieterInnen zu einer fristlosen Kündigung eines Vertrags bei Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung durch VerbraucherInnen möglicherweise gegen Artikel 7 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung verstoßen könnte. Ich würde Sie gerne bitten, können Sie das anhand von Beispielen etwas konkreter ausführen und welche Probleme Sie damit sehen, beziehungsweise welche Regelung es anstelle dessen geben sollte? Und meine zweite Frage geht ebenfalls an Herrn Kampitakis. Wie sollte nach Ihrer Vorstellung Recht gestaltet sein? Was fehlt Ihnen also noch, damit eine längere Nutzungsdauer elektronischer Geräte möglich ist? Das ist ja einerseits verbraucherschutzrelevant, aber auch für die Nachhaltigkeit nützlich. Danke. Und als nächstes Herr Kampitakis mit den Antworten auf die Fragen von Frau Domscheit-Berg. So, als allererstes werde ich auf die Frage antworten zu unseren Änderungsvorschlägen. Einerseits die Mitteilung der Verbraucher über die Änderungen. In der IT oder zumindest in der Open-Source-Welt gibt es diverse Tools, die exakt dafür gemacht sind, große, lange Texte, was Programmcode im Endeffekt ist, so darzustellen, dass Differenzen zwischen zwei verschiedenen Versionen trivial und ohne große Probleme nachvollziehbar sind. Genau davon könnte auch das Gesetz hier profitieren. Das heißt, wenn man ein Format festlegen würde, wie das ausschauen könnte, angelehnt an solche Diffs, wie wir sie nennen, und letztendlich dann der Verbraucher trivial und ohne größere Probleme
Ich lade jeden ein, auf GitHub oder GitLab oder wo auch immer Code gehostet wird, sich das mal anzugucken. Das geht wirklich ohne Probleme und das ist auch für jeden Laien nachvollziehbar. Dann der zweite Verbesserungsvorschlag unsererseits war, wir sehen da einen direkten Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung. Weil einerseits wird in Artikel 7 Absatz 4 geregelt, dass wenn der, dass der Diensteanbieter oder Dienstanbieterin ein Dienst darf nicht an eine Vorbedingung gekoppelt werden, die eine Datenverarbeitung voraussetzt. Und in Artikel 6 wird einem Dienstanbieter oder einem Vertragspartner das Recht eingeräumt, in dem für die Vertragserfüllung in dem Vertragserfüllung notwendigen Ausmaß Daten verarbeiten zu dürfen. Somit gibt es entweder berechtigtes Interesse oder es gibt eine Zustimmung, die widerrufen werden kann. Eine Zustimmung, die widerrufen wird und kein berechtigtes Interesse dürfte laut DSGVO, zumindest laut dem Sinn des Gesetzes, wenn ich ihn richtig verstehe, ich bin kein Jurist, dürfte nicht existieren. Also dass die Diensteanbieter dann den Vertrag kündigen, weil irgendetwas widerrufen wurde, was nicht notwendig war. Zuletzt die Frage von Domscheit-Berg zu dem, wie wäre für uns diese ideale Welt, was wäre ein Wünsch dir was? Einerseits natürlich, das haben wir auch in unserem Text, in unserer Stellungnahme so formuliert, einerseits wollen wir, dass Geräte reparierbar sind, nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Namhafte US-amerikanische Hersteller haben Vertragspartner hier in Deutschland. Und wenn irgendetwas kaputt ist, eine Kleinigkeit, wo man weiß, das ist eine Kleinigkeit, das ist eine Komponente, die im Großeinkauf weniger als einen Cent kostet, die kaputt gegangen ist, kostet die Reparatur mehrere hundert Euro. Und das ist nur, weil die Handbücher unter strengem Verschluss liegen, also die Reparaturhandbücher, Ersatzteile unter strengem Verschluss liegen, ist ja okay, wenn ein Bildschirm kaputt geht, das ist ein bisschen teurer. Aber der Tausch kostet mehr als ein neues Modell von diesem gleichen Hersteller. Und das dürfte nicht sein. Und da würden wir uns wünschen, dass halt auch in dem Sinne die Reparatur mit vorgesehen ist, also ein Recht auf Reparatur fest vorgesehen ist. Dann natürlich die Sache mit den Updates. Wir würden uns tatsächlich wünschen, dass Hersteller Updates möglichst lange liefern. Da gibt es auch positive Beispiele. Und diese positiven Beispiele werden aktuell nur über Mundpropaganda entlohnt. Das heißt, Hersteller haben einen guten Namen, einen guten Ruf und die werden weiterempfohlen. Aber ein Verbraucher, der vom Regal steht und die Wahl hat zwischen, ich kaufe ein Gerät, was Funktionsumfang A hat, und ich will ein Gerät kaufen, was Funktionsumfang A hat. Von diesem Hersteller kostet das Gerät 120 Euro, von der Konkurrenz kostet das Gerät 40 oder 50 Euro. Bei diesem Gerät für 40 oder 50 Euro kaufe ich oft schon bekannte Schwachstellen mit ein. Und das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Und genau, und hier würde eben ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Produkten würde eben dazu führen, dass der Verbraucher das eben mit einpreisen kann, wie schon in verschiedenen Statements mit erwähnt wurde. Und schlussendlich dann halt auch unsere Forderung nach es ist ja okay, ein Produkt hat ein Ende seines Lebenszyklus. Es gibt einen Punkt, wo das nicht mehr rentabel ist für den Hersteller oder die Herstellerin. Oder die Hersteller gehen pleite. So ist es mir passiert. Oder die werden aufgekauft. Konkret, das ist mir passiert. Ich hatte eine Smartwatch gekauft, die Pebble. Und der Hersteller wurde aufgekauft und dann wurde die andere Firma aufgekauft hat, gesagt so, ja, also die Produktlinie, die ist, die unterstützen wir jetzt nicht mehr. Es gibt noch ein Update und gutes.
Und an diesem Punkt hätte ich mir gewünscht, dass mir die Chance gegeben wäre, selber in Eigenregie weiter Firmware und Software für dieses Gerät zu pflegen. Und die Community dafür war da. Es wurden Sachen aufwendig reverse-engineert. Es wurde richtig viel Arbeit reingesteckt, die nicht notwendig war, weil der Wille einfach schlicht da war. Danke.